mich anspricht, da muss man wirklich immer unterscheiden, als wem man mich anspricht. Also ich habe ja zwei klare Linien, das habe ich mehrmals schon in Interviews gesagt. Für mich gibt es zwei Wege und zwei Arten, wenn man so will, auf denen ich versuche, mich vorwärts zu bewegen. Das eine ist, dass wir in Kontinuität deutsche Filme in deutscher Sprache für den deutschen Markt drehen. Also ich sage jetzt mal, weil das bekannt ist, das ist zum Beispiel ein Film wie Der bewegte Mann. Da ist niemals der Hintergedanke oder überhaupt der Gedanke entstanden, den jetzt groß ins Ausland zu exportieren, sondern das war auch wie Werner oder so ein Film oder auch Manta Manta oder ich weiß nicht, jetzt auch der Supervibe. Da ist kein Gedanke, den jetzt erstmal so zu produzieren, damit er möglicherweise im Ausland geht oder irgendwas. Das sind deutsche Filme mit deutschen Darstellern in Deutschland mit deutschen Stoffen. So. Das ist die eine Schiene. Und dann die andere ist die, dass ich eben immer schon auch in Abständen und in Kontinuität Filme für den internationalen Markt konzipiere und drehe. Der deutsche Film in deutscher Sprache ist ähnlich wie der italienische und ähnlich wie der französische oder sonst irgendein europäisches Produkt an sich nur mehr im eigenen Land wichtig. Wie man so sagt, es ist vollkommen in den letzten 7, 8 Jahren zu einem Punkt gekommen, wo praktisch kein Film mehr die europäischen Grenzen innerhalb Europas überschreiten kann. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich meine, es klingt absurd, weil jeder redet von Europa und jeder will eben, dass Europa näher zusammenrutscht. Ich kann es nur beobachten, es hat früher Belmondo-Filme gegeben, es hat früher Delon-Filme gegeben, es hat früher aus Italien immer noch jedes Jahr mindestens 2, 3 Filme gegeben, die großes Geschäft gemacht haben. Das gibt's alles überhaupt nicht mehr. Also wenn wir uns anschauen, was im Film passiert, muss man sagen, Europa für uns, aus unserer Sicht, driftet völlig auseinander. Ja? Und zwar auch Riesenerfolge, wie wir wissen, die manchmal im eigenen Land erzielt werden, sind nicht mehr zu transportieren. Früher haben Leute Filme gemacht, ohne eigentlich irgendein Verständnis für den Markt zu haben, in der dann der fertige Film reinkommt. Das heißt nicht unbedingt, dass man sagt, man muss jetzt Filme anders drehen, aber es sind andere Leute da, offensichtlich, die ganz automatisch, ohne sich zu verstellen und ohne jetzt, sagen wir mal, so ein Wort wie auf den Markt zu schielen, einfach andere Sujets im Kopf haben. Und dadurch, glaube ich, ist viel besser geworden im Verhältnis zu früheren Jahren. Ich sage es nochmal, es gibt sehr viel mehr Autoren. Wir merken das, dass wir sehr viel mehr Stoffe reinkriegen, die Sinn machen zu verfilmen. Wir haben mehr Namen, die wir anrufen können, wenn wir sagen, wir brauchen Drehbuchautoren. Wir kriegen sehr viel Anregungen von außen, was früher nicht so war. Also wir mussten früher alles selber erfinden. Und wir sind auch, und das sage ich mal so, alle zusammen der Meinung, dass die Produktionen, die wir sehen, qualitativ und auch erzählerisch besser sind als das, was in früheren Jahren passiert ist. Und das ist sicherlich im Nachwuchsbereich, obwohl manche dieser Regisseure jetzt nicht Erstlingsregisseure sind, die sind auch schon Leute in ihren 30ern oder so, aber die sind plötzlich da. Ich habe ja immer gesagt, die Amerikaner sind absolut willens, auch deutsche Filme zu nehmen und zu verleihen und zu produzieren, wenn sie davon sich versprechen können, dass die Filme einigermaßen Geld einspielen. Also ich habe nie an das Märchen geglaubt, dass die Amerikaner, in Anführungszeichen, so gibt es die ja gar nicht, ist ja kein Club, wo man einmal Eintritt bezahlt und dann dazugehört, sondern jede Major Company ist ja auch in einer Konkurrenzsituation sich im Verhältnis zu anderen gegenüber. Also es gibt ja nicht die Amerikaner mit einer geschlossenen mit einem geschlossenen System und einem geschlossenen systematischen Vorgehen. Also meine Meinung war immer, dass es natürlich so ist, dass jede Firma, die mit Film zu tun hat, nimmt die Filme dort, wo sie sie kriegt, wenn sie sich davon verspricht, Geld zu machen. Und es ist in der Tat so, und ich sag's nochmal, es ist so, dass der Auswurf dessen, was wir in den letzten 2, 3 Jahren am deutschen Filmen haben, sehr viel kommerzieller ausgerichtet ist und logischerweise dadurch die Amerikaner in diese Situation oder auf diese Situation reagieren und selbstverständlich auch dieses Geschäft mitmachen wollen. Und das finde ich im Prinzip auch gut. Also ich finde, dass jede Situation hilfreich ist, Leben, sage ich mal, in ein System zu bringen und dass jede Sache, die hilft, mehr Filme zu machen mit einer gewissen Qualität, ist zu begrüßen. Ich entwickle es selber mit unserem eigenen Geld und zwar genau die Projekte, von denen ich glaube, dass wir sie machen wollen. Und wir behalten auch
die totale Kontrolle über diese Projekte, das sind unsere Projekte. Und warum wir in Amerika sind, das gibt mehrere Gründe. Wenn man internationale Filme dreht oder Filme für den internationalen Markt, dann muss man selbstverständlich ein Drehbuch haben, das auf Englisch ist. Man muss selbstverständlich in die Nähe der Autoren, Regisseure und auch der Darsteller kommen, die für den internationalen Markt maßgeblich sind. Und deswegen ist der Standort in Los Angeles für mich eine Notwendigkeit. Also ich kann nicht nur die Leute in den Flieger setzen und sagen, kommt's mal zu mir nach München, weil jede Drehbuchbesprechung, die ich persönlich abhalten wollte, würde bedeuten, dass der also einmal um die halbe Welt fliegt, ne? Und das macht ja keinen Sinn. Also das heißt, die Vielzahl der Projekte, die wir drüben entwickeln und die Vielzahl der Projekte, die wir vorhaben und machen, bedingt für mich, dass ich mindestens ein halbes Jahr in Amerika bin und dort ein funktionierendes Büro, eine funktionierende Development, ein funktionierendes Development habe. Und dann kommt noch was ganz Entscheidendes dazu. Bei diesen Filmen brauche ich natürlich auch einen amerikanischen Verleih. Und diese Verleiher sind wiederum alle angesiedelt oder praktisch alle in Los Angeles. Und auch diese Kontakte und diese Dinge kann man nur drüben regeln. Und das ist natürlich für uns der entscheidende Punkt. Zum internationalen Standing im künstlerischen Bereich möchte ich mal sowas sagen. Also Deutschland oder auch Europa hat man eigentlich immer so als das künstlerische Gegengewicht zum sogenannten kommerziellen Film gesehen. In dieses Schema hat das eine ganze Zeit in den 70er Jahren ganz gut gepasst. Also wenn ich Herzog oder Fassbinder oder Wenders anschaue, genau. Also der Film hat eigentlich gepasst als Gegengewicht zu, sage ich mal, großen amerikanischen kommerziellen, sogenannten kommerziellen Produkten. Das hat aufgehört zu existieren, weil ich auch glaube, dass innerhalb der Filmsprache, die sich entwickelt hat, von Ausnahme, sage ich mal, abgesehen, kein Interesse da ist. Also ich glaube, nirgendwo ist eins da. Beim Publikum ist es nicht da. Und die Erzählweise, das sieht man deutlich, geht zu einem erzählerischen Kino, das die Amerikaner immer gemacht haben und kontinuierlich gemacht haben, bei dem sie auch geblieben sind, auch bei uns wieder zurück und mit Erfolg. Und ich glaube, dass das auch mit der Grund ist, warum Filme hierzulande, also deutsche Filme, wieder gehen, weil die Erzählstruktur besser ist, weil man sich sehr viel mehr dem Narrativen verschrieben hat als dem Assoziativen wieder. Und dadurch, sage ich mal, ist es wohl so, dass auf den Festivals diese Filme jetzt auch wie jeder andere amerikanische Film angesehen werden und nicht mehr sozusagen dieses Gegengewicht, wie beispielsweise in Cannes, wie wir alle wissen, ja sehr oft gegenüber und manchmal auch gegen die Amerikaner bewusst geschaffen wurde. Der Stoff des Mädchen Rosemary ist für mich immer was ich toll fand und klasse und wo ich mir immer gedacht habe, das müsste man nochmal angehen. Und habe gesagt, dieses Drehbuch schreibe ich, dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Und dann hatte ich dieses Drehbuch geschrieben und überlegt, wer könnte da Regie machen. Und dann haben viele meiner Freunde gesagt, jetzt hast du schon geschrieben, jetzt machst du auch als Regisseur selber. Die Erfahrung war ganz toll, muss ich sagen. Und das Schöne wirklich für mich war, und deswegen war das fast wie ein Urlaub, dass ich endlich mal wieder nur eine Sache, mich auf eine Sache konzentrieren musste. Also als Produzent ist es ja so, dass du immer viele Sachen gleichzeitig machst. Du bereitest Filme vor, du hast mindestens 2-3 Drehbuchbesprechungen am Tag mit den Regisseuren an verschiedenen Projekten. Man hat meistens Projekte in der Vorbereitung, manchmal Vorbereitung und Dreh, jedenfalls mindestens dann noch Filme in der Nachbearbeitung. Das heißt, der ganze Tag hackt sich unheimlich klein zwischen den verschiedensten Problemen und verschiedensten Filmen, die man irgendwie immer parallel hat. Das verwirrt einem auch auf die Zeit und das ist aber nicht anders lösbar. Man lebt da anders. Und jetzt plötzlich hatte ich eben durch die Regie die Aufgabe, aber auch, sagen wir, diese wahnsinnige Möglichkeit, mich wirklich am Morgen aufzustehen, eine Sache zu machen, am Abend die gemacht zu haben, auch ein sichtbares Ergebnis und sozusagen ins Bett zu fallen und am nächsten Morgen wieder an derselben Sache weiterarbeiten zu können. Also es war für mich eine tolle Erfahrung und hey, fast wie Urlaub.
vom Film kommt, dann entsteht die Magie beim Film durch Licht und Schatten, also durch die Beleuchtung. Und das war mir natürlich auch klar, also dass bei der Bühne die Beleuchtung wahrscheinlich noch eine viel größere Rolle spielt als alles andere. Also noch viel mehr natürlich wie beim Film, wo ich ja Gegenstände gegenständlich zeigen kann. Und im Theater habe ich ja nur einen Raum und diesen Raum muss ich ja mit Magie füllen. Und wie soll das anders geschehen als durch eine extrem genaue Lichtführung? Und nur so kann man ja auch, wenn man so will, die Magie der Bühne nutzen. Das Ganze war für mich sehr überraschend, festzustellen, dass das nicht geht. Also dass sozusagen die Idee, eine Magie zu schaffen, nur ganz, ganz begrenzt für mich möglich war. Eine Lichtprobe durchgestellt ist nie ein einziges Mal passiert. Und als es dann ganz hart auf hart ging, hat mir der Bam Bam sogar noch zwei seiner Orchesterproben gegeben. Sonst wäre das, hätte ich niemals vor der Premiere die ganze Oper beleuchtet gesehen. Also das, da waren auch Teile drin, die im Prinzip nur Grundlicht hatten. Also nun muss man aber wissen, dass ich wirklich schnell arbeite. Ich bin das ja auch vom Film gewohnt. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man vertrödelt da irgendeine Zeit. Sondern im Gegenteil. Man kommt sich vor wie ein Schütze, der so mit einer abgesägten Schrotflinte ins Halbdunkel schießt. Also, aber ein präziser Schuss ist da nicht möglich. Ich hatte ungefähr 1500 Synchronpunkte, als ich mal angefangen habe, und bin auf 380 runter, weil 1500 Synchronpunkte konnte ich überhaupt niemals bewältigen. Das war technisch undenkbar. Und die Oper hätte schon anders ausgesehen, wenn ich 1500 Synchronpunkte gehabt hätte. Ich möchte dieses Erlebnis unbedingt in meinem Leben gehabt haben. Also ich bereue das keine Sekunde. Also das will ich mal sagen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich es nochmal haben möchte. Also ich denke, dass es vergleichsweise wenig Spaß macht, dass du getrashed wirst als Regisseur für etwas, was du weißt, dass es nicht die Qualität hat, die es haben kann. Absolute Legende, müssen wir zurückgehen in die 30er Jahre, 20er Jahre, und dann kommen wir wahrscheinlich auf Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Metropolis nehme ich mit Sicherheit mal an, und Dr. Caligari, Faust, Murnau. Das, glaube ich, sind so die Legenden. Die haben ja auch in der Welt sozusagen einen gewissen Stil geprägt. Damals, und insofern sind sie sicherlich legendenhaft. Also für mich ist eine Legende eine Sache, die heute noch Bestand hat. Und aber es gibt, wenn man es vielleicht ein bisschen weiterspannt, ist auch Lila Gova ist eine Legende. Also es ist ja die Frage, inwieweit man sagt, für gewisse Insider oder sagen wir jetzt nun wirklich, dass man jetzt so weit geht wie James Dean oder sagt, dann ist wahrscheinlich in der Tat Marlene Dietrich die deutsche Filmlegende. Metropolis, so wie auch gedreht war, also Stummfilm und ohne irgendeine Ergänzung, habe ich an der Filmhochschule gesehen. Das war ca. 1970. Es ist natürlich gerade der Eindruck der gewaltigen Massen, die da bewegt werden bei Metropolis, sowohl als Intoleranz, also, aber jetzt eben auch, davon reden wir ja, ist natürlich gewaltig. Und was man auch bemerkt, ist, man schaut genauer hin. Also man, dadurch, dass die anderen Sinne eigentlich im Dunkeln des Kinosaals verborgen und man nichts auch nichts hören kann, schaut man genauer manchmal hin. Was dazu führt, dass man die Bilder, glaube ich, deutlicher wahrnimmt und die sich auch mehr einprägen. Metropolis war mir sehr fremd auch. Also auch die damals noch üblichen Stummfilmbewegungen, also, und, ne, also so
Also das Erschrecken und Entsetzen und sozusagen alles dezidiert, natürlich alles in Szene gesetzt von den Schauspielern auch mit diesen schwarz umrandeten Augen und diese Dinge, das mutet mich, hat mich schon fremd angemutet, aber es wird ja dann auch gegen Ende relativ wild, wenn also diese Frau dann da verbrannt werden soll und da fand ich es dann ganz interessant und modern auch, muss ich sagen. Also modern ist im besten Sinne des Wortes. Was mir, ist mal ein kleiner Ausflug von bislang, was mir allerdings meisterhaft erschien, war M, eine Stadt sucht einen Mörder. Also es ist, da versuche ich heute noch dahinter zu kommen, wie man mit so, sagen wir mal, sparsamen Mitteln, mal in Anführungszeichen, aber dann doch eben sehr minimalistisch, muss man sozusagen, mit minimalistischem Toneinsatz so eine unglaublich große Wirkung erzielen kann. Die Idee, also so einen Roboter dann zu schaffen und auch zum Funktionieren zu bringen, das hat schon was. Also ich sage ja, das sind so die Momente, die bleiben ja auch krass in Erinnerung. Deswegen, ich glaube auch, dass es deswegen ist, dass man Metropolis eigentlich als ein großes Werk anschaut. Was halt mir nicht so geht. Aber ich sage, es gibt diese Momente von der Frau, die dann sozusagen als femme fatale da auf dem Scheiterhaufen verbrannt sein soll und dann noch um sich schlägt und dann rumschreit und die anderen beschimpft werden, sie eigentlich schon selber am Verbrennen ist. Das ist natürlich interessant und bleibt auch im Gedächtnis und das ist immer gut. Ich finde, sagen wir, die ganze Frage über Qualität und Nichtqualität des Films beschränkt sich eigentlich nur darauf, was bleibt einem so hängen und was erzählt man sich nachdem man im Kino war weiter. Also das ist ja auch, daran sieht man ja auch, was ein Klassiker letztlich geworden ist, indem man sich diese Dinge eben weitererzählt. Es gibt sicherlich eine Lektion des Stummfilms, weil die Absenz von einer Möglichkeit des Dialoges bedeutet, dass man seine Geschichte ganz genau erzählen muss. Also man muss ganz genau überlegen, welche Geschichte erzähle ich und die muss ich im Bild erzählen. Denn man kann ja nicht ständig Untertitel machen oder Zwischentafeln machen, das würde den Zuschauer völlig wahnsinnig machen. Also im Prinzip zeigt der Stummfilm uns, wie man Geschichten erzählt. Ich sage, es gibt eben immer wieder so wirklich sehr, sehr teure Filme, ab und zu. Und wenn die dann nicht funktionieren, dann ist es schon so. Also Heaven's Gate hat ja auch United Artists ruiniert. Dann kann es passieren, dass es also eine große Filmgesellschaft plötzlich nicht mehr gibt. War es das wert? Immer schwer zu sagen. Also ich denke mal, Metropolis ist sicherlich ein Klassiker. Und man, ich meine, im Zweifelsfall muss die Kunst siegen. Was das Besondere war an diesem Buch Der Untergang, war, dass sich das Buch in der Tat nur mit den letzten 10 Tagen des Regimes beschäftigt. Also nicht mit den letzten 10 Tagen Hitlers, sondern den letzten 10 Tagen des Regimes. Also dass man eben sagte, die Maschine, ich nenne es mal so, diese Maschine der Zerstörung ist noch nicht mal dann zum Stillstand gekommen, als Hitler schon tot war. Man könnte jetzt sagen, das ist eine Art Mikrokosmos, was wir da beschreiben, das stimmt aber nicht, sondern es ist eigentlich in einem Zeitraffer nochmal das aufgezeigt, was in den ganzen 12 Jahren des Regimes stattgefunden hat. Und das war eigentlich so der Auslöser, dass man sagte, man kann tatsächlich einen dramaturgischen Ansatz finden, der über das Regime erzählt, ist aber sozusagen kondensiert auf ein ganz, sag ich mal, auf einen Zeitraum, den man in den Griff kriegen kann. In dem Zusammenhang ist auch nicht unwichtig, dass fast zur selben Zeit die Aufzeichnungen von Traudl Junge rauskamen. Also Traudl Junge ist ja die Chefsekretärin oder eine der Chefsekretärinnen von Hitler gewesen, die relativ spät dazu kam, also erst 1942, und die damals 22 Jahre war. Und ziemlich bald, nachdem der Krieg zu Ende war, ihre Erlebnisse aufgeschrieben hat. Und das Buch heißt ja auch Bis zur letzten Stunde. Und sie selbst wirft auch eigentlich die Frage in ihren eigenen Aufzeichnungen auf,
wieso sie dem ganzen Treiben einfach zugewartet hat. Also gar nicht zugeschaut, sondern zugewartet hat. Und auf eine merkwürdige Weise kann man eigentlich nur sagen, haben die Leute offensichtlich immer noch an ein Wunder geglaubt und dachten, sie dürfen diesem Wunder nicht Einhalt gebieten. Und das war eine der Sachen, die Hitler sehr, sehr gut konnte, dass er den Leuten eine Imagination vermittelt hat, dass er alles im Griff hat, also dass er immer, auch wenn es aussichtslos scheint, immer noch etwas, ich sage jetzt mal so ein flapsiges Wort, in petto zu haben, also dass er also den Leuten vermitteln konnte, dass die Gesamtlage oder auch die Gesamtsituation durchaus nicht so katastrophal ist, wie man sich das denkt. Also ich rede jetzt nicht nur von der Kriegslage, von der natürlich in dieser letzten Zeit vor allem die Rede ist, aber auch, dass er sagt, Sätze wie, es ist eigentlich ganz gut, dass die ganzen deutschen Städte in Schutt und Asche zerfallen, denn das würde den Wiederaufbau beschleunigen. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Die größte Gefahr besteht darin, dass man ihn, was bei anderen Filmen mit großen Schauspielern, Alec Guinness und auch Anthony Hopkins passiert ist, dass man ihn letztlich zu einem Psychopathen oder Spinner porträtiert. Ich denke mir, das ist die größte Gefahr dabei. Also, dass man sozusagen die Figur von vornherein überzeichnet oder von vornherein die Figur als ein Wesen darstellt, das, ich sage jetzt mal, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder so. Er hat garantiert alle Tassen im Schrank gehabt. Er hat alle Tassen im Schrank gehabt und zwar bis zum letzten Moment. Also ihm ist auch, sage ich mal, die Führung, wenn man so will, bis zuletzt nicht entglitten. Er hat eine Inszenierung gemacht und wenn wir jetzt zynisch sein wollten, was wir sicher nicht wollen, könnte man sagen, dafür war er der beste Regisseur, den man sich vorstellen kann. Ja. Und das kann man, wie wir wissen, man kann eine Inszenierung nur mit kühlem Kopf machen. Und deswegen ist alles, was er da noch in Szene gesetzt hat, von ihm bewusst und klar in Szene gesetzt worden. Man kann sagen, es hat dieser Untergangsmythos, den er selber für sich in Anspruch genommen hat, das hat ihm nicht ausgereicht. Er hat sehr, also ganz bewusst Sorge getragen, dass die ganze, sagen wir, Zivilisation, wie sie bekannt war oder wie man sie gekannt hat, mit ihm in den Orkus gezogen wurde. Auch keine leichte Sache, denn dazu muss man auch erstmal, ich sag mal so ein fürchterliches Wort, so viel Energie mitbringen, dass man diese Inszenierung auch den Schauspielern klar macht. Er hat es geschafft, also bis weit in die Zivilbevölkerung hinein, einen so katastrophalen Untergang zu inszenieren, der erst gestoppt hat, bis der letzte Ziegelstein sozusagen vom Haus, also am Boden lag. Das, was ich hoffe, was passieren wird, ist, dass es eine kontroverse Diskussion auf hohem Niveau gibt. Ja? Weil der Film auch ein hohes Niveau hat. Also was ich nicht hoffe oder was ich denke, was auch passieren könnte, dass es eine Kontroverse auf niedrigem Niveau gibt. Also dass man einfach sagt, das darf nicht sein. Das wäre bedauerlich, denn ich denke mal, das Risiko, dem wir uns ausgesetzt haben, unter Umständen einen Film zu machen, der nicht funktioniert als Film, aber wir uns diesem Risiko ausgesetzt haben, das sollten die Leute oder ich sage jetzt mal die Leute, die kritische Stimmen erheben, das sollten sie auch sehen. Nicht weil wir sagen, wir wollen den Respekt von denen, weil wir risikofreudig waren, sondern die Auseinandersetzung zum Thema zu wagen, im Wissen, dass es nicht nur dann ein Risiko ist, wenn es nicht gelingt, sondern dass es auch ein Risiko ist als gesamte Unternehmung.
da würde ich mir wünschen, dass das sozusagen auf einem Niveau stattfindet, das wir uns, glaube ich, verdient haben. Mein Traum wäre, wie soll ich mal sagen, kein Büro zu haben, keine große Verantwortung, wie ich sie jetzt habe, und trotzdem die Freiheit, die ich habe, die ich jetzt habe. Also mit anderen Worten, ich würde diese Freiheit, die ich mir erkämpft und erstritten habe und jedes Jahr mir neu erstreiten muss, dass ich die einfach hätte, und aber nicht diesen enormen Druck, der auf mir lastet, auch diese große Verleihfirma, große Produktionsfirma jedes Jahr am Laufen zu halten. Aber der Traum wird unerfüllbar sein, denn entweder ich habe die Freiheit und habe den Apparat, oder ich gebe den Apparat auf und dann begebe ich mich in die Abhängigkeit von irgendjemandem, der eben so einen Apparat hat. Also man wird damit leben, so oder so. Mhm.